Da wir gegen Sion spielen. Blade und... Ich denke, Dagger ist trotzdem okay. Wir hätten theoretisch auch mit Grasp spielen können, ne? Okay. Jetzt mal überlegen. Ja, das passt. Blade of the King, dann Crit. Charge Blade und sowas. Ich bin halt Autofill Sideliner. Ich habe keine Ahnung, wie man hier Matchup spielt oder irgendwas. Absolut kein Plan. Ja, der Sion scheint noch nicht da zu sein. Deep Ward, geklappt, sehr gut. Das heißt, der hat da gestartet, der Jungler. Das Gute ist, wenn er reinpusht, habe ich eigentlich eine entspannte Lane und kann scalen. Hat er den Busch gepult. Schade. Explodier. Nice, sehr, sehr gut. Der used seine ganzen Abilities für die... für die Minions. Geht er nochmal rein? Ich hoffe nicht. Ich glaube, ich kann ihn hier töten, ne? RIP. Ich glaube, in Ignite hat es geklappt. Können aber einfach chillen. Ich glaube, mein Flash war zu viel, den hätte ich nicht gebraucht. Kha'Zix, no! Kha'Zix, no! Why you do it? Alles war fein. Bis zu dem Moment. Ich meine... Ari hat zwei Playlinks bekommen, oder? Mal eins, mal. Ich habe ja leider jetzt echt schlechte Lane. Gefühlt muss ich basen. Shyvana und Anfänger spielen, klar. Ich glaube, Shyvana ist solide Anfänger-Champ. Ich glaube, ich muss es in Kauf nehmen, dass es mir Gold fehlt. Weil ich muss leider basen, sonst bin ich tot. Kann er das flashen? Oh, meine Frucht, perfekt. Hat nicht gereicht. Wäre traurig, aber jetzt kann ich auf jeden Fall entspannt zurück. Oh, es hat leider nicht gereicht. Ich habe meinen Ignite nämlich gewastet für... für den Heini hier, als er oben war. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich ihn da getötet. Ich war auch nicht full life, weil ich sowieso Lifesteal habe. S1 kann man nicht flashen, okay. In Honor of Kings kannst du es. Also Arduin kann das in Honor of Kings. Der hat eine ähnliche Fähigkeit. Kann ich ihn ja töten?
Ich glaube, ich werde gegankt. Ich will nicht, dass er geht. Hallo. Wer hat den bekommen? Der hat ihn gekriegt. Oh no, er hat ihn mit seinem Geist bekommen. So sad. Der hat nicht gesmited, ne? Oh no. Look at this. Look at this. Oh no. Schuhe brauche ich nicht. Vi hat auch einen guten Tier. Also ich glaube, die am besten Anfänger-Champs sind so Rammus oder Vi. Wahrscheinlich. Wir verlieren wahrscheinlich beide Objectives, ne, so wie das aussieht. Sehr bad. Insanely bad, Leute. Sion Uldi. Komm, hätte ich ihn hier gefeiert, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Der Top der Sion hier. Leider nicht tot, die beiden. Oh, der stirbt wieder. Job, Team. Oh no, wir verlieren Midlane-Turm. Ja, ich meine, wir haben den Gegner Midlane-Turm schon bekommen, von daher. Ist das ein bisschen whatever. Das Gute ist, dass wir den Sion auseinandernehmen. Nee, Grace würde ich auf keinen Fall anfangen. Jungeln. Ich denke, sowas Rammus und Vi sind schon gut anfangen. Von Vi kannst du dann später auf Lee Sin wechseln. Oh, der Chilled hat ihn gerettet. RIP. Ah, es sind drei Leute oben. Das heißt, theoretisch kann mein Team den Bot-Turm nehmen. Und nicht chasen. Nehmen sie leider nicht. Frage ist, wieso? Sehr mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. Ich glaube, wir verlieren Base-Turm, oder? Nee. Nee, von Rammus brauchst du nicht zu Nunu, J4 oder Sinn rüberwechseln, weil Rammus schon giga-broken von sich selbst ist.
Du musst ja nicht von einem S-Tier-Champion, von einem S-Plus-Tier-Champion auf einen A-Tier-Champion wechseln. Macht ja keinen Sinn. Du sagst ja auch nicht, wenn du einen Ferrari fahren kannst, wechselst du auf einen Smart oder so. Shutdown wäre big. Der Herald wird aufgeräumt. Hallo, Pede. Und von Vi auf Aatrox macht auch keinen Sinn, weil die unterschiedliche Rollen haben. Von Vi auf Lee Sin würde Sinn machen. Weil die von dem, was sie tun und machen sollen, circa dasselbe tun. Aber es geht ja nicht darum, ob der Jungle ist. Es geht ja darum, was für eine Rolle der im Jungle hat. Nicht jeder Jungler spielt sie ja gleich. Oh, ich habe den Red Buff gestohlen, leider. Ich habe nicht dran gedacht. Sehr gut, wir haben 1-1 von den Drakes. Ich glaube, die Runde können wir gewinnen. Ich habe immer noch keine Schuhe übrigens. Ich glaube, Schuhe sind ein Bait in diesem Game, tatsächlich. Oh, hallo. Ich glaube, Schuhe und Waldwürfe sind ein Bait. Der Magieschild. Magieschild ist raus, ne? Wir können den Baron rushen, ehrlich gesagt. Können rushen. Ist die beste Position gerade. Können rushen. Der ist free. Nein? Na, jetzt ist er nicht mehr free, Leute. Jetzt ist er nicht mehr so free. Push mal Mitte raus. Lass ihn eh laufen. Ja, ich weiß nicht genau, was er meinte, wieso er der Bait ist. Ich meine, als ADC-Player wirst du halt gefokust, ne? Und wenn du schlecht stehst, dann bist du halt der Bait. Warwick ist auch ziemlich gut, ja. Mit dem kannst du auch gut anfangen, glaube ich. Das einzige Tricky ist eigentlich seine Ultimate zu aimen, aber ich glaube, Warwick ist auch ein guter Starter, weil du auch nie stirbst. Ne? Ist halt ziemlich unsterblich im Jungle. Auf jeden Fall einige Flashes gerade geflogen. Ich hätte igniten sollen, ne? Wäre der Djinn tot.
Schneemann ja, so meinst du, so wie den Master Heeskin mit der Grottenschwert? Habt ihr es gesehen? Nein, das Magieschild. Habt ihr es gerade gesehen? Wir haben den Djinn irgendwie über die Mauer da geflappt. Den einzigen mit dem anderen Karottenskin, Karottenschwert, ist glaube ich Riven, ne? Diese Bunny Riven. Ich glaube, die hat auch eine Karotte. GG's.